Hey, in diesem Video versuche ich mich an einem Harry Potter Diorama. Zuerst einmal schnappst du dir einen alten Karton, aus dem du eine Ecke herausschneidest und das Ganze dann so vorbereitest, dass sie von alleine stehen kann. Das heißt, alle überschüssigen Ecken und Kanten schneidest du ab und bringst das Ganze in die Form, die dir gefällt. Dann nimmst du ein weiteres Stück Karton und schneidest dir diese Rundung heraus. Verbindest also eine Ecke mit der anderen Ecke. Das überträgst du zweimal auf 5 mm starken Moosgummi oder einmal auf 1 cm starken Moosgummi. Skizzierst dir ein Brettmuster auf und schneidest das Ganze mit einem scharfen Messer zurecht, sodass dieses Laminatmuster entsteht. Dann schnappst du dir ein Feuerzeug und gehst die Linien noch einmal nach und das öffnet das Ganze ein wenig und das bringt die Fugen noch ein bisschen mehr zur Geltung. Das legst du zur Seite und mischst dir etwas Wasser mit Bastelkleber, schnappst dir Zeitungspapier oder etwas dickeres Bastelpapier und überziehst damit die Wände. Ich wollte, dass das Ganze etwas erhöht steht, also brauche ich noch ein Fundament aus Pappe. Also habe ich den Grundriss auf Pappe übertragen, ausgeschnitten und dann mit der Heißkleberpistole festgeklebt. Den oberen Rand habe ich etwas grob ausgeschnitten, sodass ein paar Zacken und Ecken entstehen. Und aus dem gleichen 5 mm starken Moosgummi habe ich unregelmäßige Formen ausgeschnitten und dann einfach aufgeklebt. Hier und da habe ich dann auch noch kleinere Stückchen aufgeklebt, einfach um der Oberfläche mehr Struktur zu geben. Und das Ganze wird auch wieder mit Zeitungspapier und Bastelkleber überzogen. Als nächstes brauchen wir massig viele Bücher, die du auch wieder einfach aus Moosgummi herstellen kannst. Also du schneidest dir aus einem Streifen Moosgummi einfach verschieden große Rechtecke aus und variierst die Form hier und da so ein bisschen. Die Bücherregale basteln wir ebenfalls wieder aus Moosgummi. Zur Orientierung suchst du dir einfach einen Karton in der Größe und Form, die dir gefällt und baust die einzelnen Seitenteile einfach aus Moosgummi nach. Jetzt suchst du dir sämtliche Acrylfarben zusammen, die du hast und betupfst die ganzen Bücher in verschiedenen Farben, in verschiedenen Farbverläufen. Die eine ein bisschen heller, die andere ein bisschen dunkler. Umso abwechslungsreicher das Ganze wird, umso interessanter sieht es am Ende aus. Die Regale bemalst du ebenfalls wieder mit Acrylfarbe und variierst da mit der Helligkeit. Gibst jeweils auf eine Buchseite einen kleinen Klecks Heißkleber, kannst du echt sparsam sein, und machst immer so kleine Buchgruppen oder eine ganze Buchreihe, die du dann komplett in das Regal klebst. Aber dazu später. Denn jetzt kannst du das Ganze zur Seite legen zum Trocknen und grundierst alles andere erstmal mit schwarzer Acrylfarbe. Die Außenseiten, der Boden und die Wände. Kannst jetzt aber die Holzdielen schon mit verschiedenen Brauntönen einfärben und diese Steinwand mit Weiß und etwas Grau oder Silberfarben betupfen. Die Wände habe ich ebenfalls mit einer Mischung aus wenig Weiß und ein bisschen mehr Metallic Acrylfarbe bemalt. Jetzt brauchst du zwei Papprollen oder zwei PVC-Rollen. Und die Länge und die Dicke von so einer Alufolienrolle hat mir am besten gefallen. Die kannst du super durchschneiden und da sie aus Pappe ist, auch ganz einfach mit Acrylfarbe bemalen, was wir auch als nächstes tun. Dann schnappst du dir drei von solchen Plastikringen oder Schraubverschlüsse von Plastikflaschen sollten auch gehen und klebst sie mit der Heißklebepistole an. Dann habe ich die schwarzen Rollen nochmal mit einem Granit-Effekt-Spray überzogen, sodass sie dieses Gesteinsmuster bekommen
oben Decke eingeklebt und die ebenfalls mit schwarzer Acrylfarbe grundiert. Für die Fackeln an den Wänden brauchen wir nur einen schwarzen Strohhalm, der etwas breiter ist als die normalen, Malerkrepp und deine Heißklebepistole. Du schneidest den Strohhalm unten ein wenig ein, lässt oben ungefähr einen halben Zentimeter Platz und wickelst den aufgeschnittenen Teil in sich zusammen. Verstärkst es dann mit etwas Malerkrepp und verstärkst das Ganze dann mit der Heißklebepistole. Bohrst oben ein Loch rein, wo wir später die LED-Lichterkette durchstecken, und grundierst das Ganze mit brauner Acrylfarbe. Jetzt kümmern wir uns um diesen Feuerkelch, den ich aus einem Teil von der Trinkflasche gebastelt habe und einem PVC-Rohr und verschiedenen Moosgummiteilen. Also im Grunde genommen suchst du dir einfach irgendwelchen Plastikmüll und bastelst daraus einen Kelch. Ich habe zum Beispiel noch einen Verschluss von einer Sektflasche genommen und den unten angeklebt als Stehfläche. Dann habe ich alles, wie du siehst, schwarz grundiert und mit silberner Acrylfarbe nochmal betupft. Um die Fackeln anzubringen, fummelst du ein so ein Licht durch die Öffnung in der Wand und steckst dann eine Fackel auf. Versuchst das Licht innerhalb der Fackel ein bisschen hoch zu biegen, dass das Licht mehr zur Geltung kommt. Und mit einem kleinen Klecks Heißkleber befestigst du das Ganze an der Wand. Stichst ein weiteres Loch in die Wand und stichst ein Loch in den Kelch, sodass du die Lichterkette von außen in den Kelch ziehen kannst, den du dann aufklebst und dann die restliche Lichterkette in diesem Kelch versteckst. Aus einem Plastikdecke, einem kleinen Zweigchen und Window Color machen wir die Feuerstelle. Zuerst schneidest du dir den Ast auf eine Plastikunterlage, gibst etwas Window Color hinzu, innen gelb, dann orange und außen rot, lässt das Ganze trocknen, schneidest es aus und klebst es dann in den Kelch hinein. Damit das Licht der Fackel noch ein bisschen wärmer wird, habe ich einfach noch gelbe Window Color Farbe oben drauf gegeben. Die einzelnen Bücher und die Büchergruppen kannst du jetzt in diesem kompletten Raum verteilen. Und damit du die Batterien auch jederzeit auswechseln kannst, basteln wir so eine Art Tasche oder Lasche, wo wir das Batteriepack reinhängen können. Und die freiliegenden Kabel und LEDs decken wir einfach großzügig mit einem Stück Moosgummi ab. Ja, und schon sind wir am Ende angekommen. Das ist das fertige Harry Potter Diorama für deine Sammelfiguren oder einfach nur so zum Hinstellen. Vielen, vielen Dank, dass du so lange dran geblieben bist und dabei warst. Und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video. Bis dahin.